Und damit herzlich willkommen zurück in Finchis Welt zum, boah, keine Ahnung, wievielten Part der FIFA 16 Trainerkarriere mit mir, dem Trainer Finchi Ancelotti beim FC Bayern München. Ich glaube, so langsam brauche ich das nicht jedes Mal wiederholen. Wir machen natürlich, ihr kennt das am Anfang, die Spielerentwicklung. Komma, straight auf dem Weg zur 79. Haben wir denn nicht hier irgendwas drin? Timing von Pässen. Was eher so, ne, was ihm viele Punkte bringen wird. Enge Ballführung? Ja, komm, machen wir mal. Natürlich auch wieder Costa. Ballbesitz halten, machen wir bei dem mal. Dann haben wir hier Götze, den ich ja unbedingt auf 85 bringen will. Da machen wir mal Dribbling-Parcours. Ob das jetzt aber so gut war, werden wir sehen. Und natürlich Kimmich, der eine 73 mittlerweile ist und der kriegt Ballbesitz halten. Das Ganze simulieren wir. Alter, krasser Hustenanfall gerade. Musste ich kurz schneiden. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Ja, was haben wir denn hier? B, C, D, D, C. Naja, geht besser, aber wie gesagt, Coman, das ist mir so mit einer der wichtigsten, weil die anderen sind halt schon alle relativ gut und er hat ist natürlich auch ziemlich gut, aber er könnte noch so ein bisschen besser werden. Wir haben natürlich eine Pressekonferenz, die wir abhalten müssen. Die finde ich immer ziemlich Banane. FC Bayern motivieren. Und dann haben wir natürlich eine Nachricht von hohe Männer. Danke, Trainer, dass Sie mir vertrauen, obwohl ich keiner der Topspieler bei diesem Verein bin. Ja, trotzdem bist du ein guter Ergänzungsspieler, möchte ich es mal nennen. Möglicher Nationaltrainerposten. Wie gesagt, ich möchte da wirklich nur Deutschland nehmen. Nationaltrainerposten. Alles klar, könnte irgendwann mal sein. Was die kommende Partie angeht. Ah, guck hier. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl, obwohl... Ja, nee, ist klar. Das spielt er einmal und schon will er wieder hier Stammspieler werden, oder was? Gegen Galatasaray geht das natürlich nicht. Dann haben wir hier Trikots passen, Rot gegen Schwarz, wieder Husten. Gleich ist auch mal gut hier mit der Aufnahme dann. Ja, und zwar haben wir Müller, Götze, Vidal, Ribéry, Robben, alle drin, die wir brauchen. Das lassen wir so und wir sehen uns dann im Stadion. Und damit herzlich willkommen zum ersten Champions Cup bzw. Champions League Spiel zwischen dem FC Bayern München, zwischen uns und Galatasaray Istanbul, Türkei. Ja, wir haben ein Heimspiel, wie wir sehen, in der Allianz Arena, das ist sehr schön. Ja, noch ist kein Spiel noch vorbei, bzw. hat noch nichts stattgefunden in unserer Tabelle hier. Atletico Madrid, was war das letzte? Das habe ich nicht aufgepasst, verdammt. Auf jeden Fall Galatasaray, Atletico Madrid und wir und noch eine Mannschaft, die ich jetzt gerade nicht gesehen habe, ich weiß es gar nicht. Uiuiui, Spiel im Fokus, Thomas Müller, 3 Tore in den letzten 3 Spielen, ja. So kann es weitergehen, ich meine, wenn er heute mindestens 1 macht, wäre das schon schön. Das ist schon echt cool, ich finde es so schade, sie könnten sich da echt mal was überlegen, dass sie da auch so eine Melodie einführen. Am Anfang, weil er ist ja jetzt halt nichts. FC Bayern, die Startelf, unsere ursprüngliche Stammelf mit den Top-Ersatzspielern. Sehr schön, diese Aufstellung ist einfach der absolute Oberwahnsinn. Gucken wir mal kurz, vielleicht kommt es ja jetzt tatsächlich mal. Ich habe das bisher immer irgendwie verpasst oder habe sie weggeklickt oder was auch immer. Galatasaray! Muslera im Tor, Podolski ist natürlich mit dabei. Wesley Sneijders ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, die Mannschaft, ne? Ja, würde ich sagen, hauen wir den Podolski gleich mal eins in die Schnauze. Und Anpfiff, ab geht die wilde Fahrt. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Champions League auf Weltklasse habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Lewandowski auf dem Flügel, was ist denn da verkehrt? Müller! Alte Scheiße, was ist hier los? 3. Minute und schon das 1:0 durch Müller. Wahnsinn! Ich drehe durch. So kann es weitergehen. Unglaublich. Steht es noch auf Weltklasse? Ich muss noch mal nachgucken. Das kann ich fast nicht glauben. Ich traue mir selber schon nicht mehr. Eieiei. Und die Fans rasten aus am Stadionrand. Hoffentlich war es nicht nur ein dummer Zufall oder dass halt Gala noch nicht ganz im Spiel war.
Wow, Müller trickst. Sieht man auch nicht oft. Was machen wir? Was machen wir? Auf Robben. Robben in die Mitte auf Götze. Oh, Lewandowski viel mehr. Und, ah, schade. Philipp Lahm, sauber hat er den Ball weggerätscht. Nee, schade. Das wäre wieder so ein Ding für Müller gewesen. Okay. Wieder Ordnung reinbringen jetzt hier, damit das nicht jetzt durch den Konter in die Hose geht. Okay, sehr schön. Götze, der kann doch mal hier irgendwie ein bisschen was tricksen oder so. Wow. Bam. Eieiei. Alaba, könnte noch mal einen Fernschuss probieren, nicht wahr? Ja, genau auf dem Torwart. Da hat Muslera keine Probleme mit. Ja, danke. Der arme Holländer. Gelb. Ja, jetzt schießen wir mal nicht direkt vorne in den Strafraum. Da machen wir mal irgendwas Cooles mit, nämlich sowas hier. Und dann nochmal sowas und schade. Okay, es ist immer noch nur 1-0. Ich darf nicht zu viel hier rum experimentieren. Lieber mal versuchen, straight nach vorne zu schieben, die Kugel. Komm, Alaba. Komm wieder nach hinten. Wow, der war gar nicht so ungefährlich. Das war so ein Ding, den man nicht einschätzen kann, wo der hingeht. Beziehungsweise, wo er hinfliegt. Ja, das war auch so ein Müller-Ding. Der hat den irgendwie bekommen und hat den direkt dann da. Oh, oh, oh. Lewandowski ist da sehr weit hinten die ganze Zeit. Das gefällt mir nicht. Schade. Hätten wir vielleicht mal doch mal passen sollen, auch Müller wieder oder sowas. Ich bin echt mal gespannt, wer diese Saison hier unser Top-Torjäger wird. Ob das Müller wird, ob es Lewandowski wird. Ob es vielleicht jemand ganz anders wird, so wie Götze hier zum Beispiel. Wir schießen mal von... Was war das denn für ein Schüsschen, Mario? Das kannst du auch besser. Das ist nicht mal wert, in der Wiederholung zu gucken. Ah, war klar, habe ich gehalten. Hätte klappen können. Das kriegt er bestimmt auch gelb. Freistoßspray. Podolski schießt. Ein Freistoß. Der haut den doch aus dem Stadion raus. Oh, das Ding bloß weg, ey. Nur Müller, was machst du da? Ah, der Kameramann soll mitspielen, okay. Und Müller, yes, sehr schön sauber. Oder hat er es vorher abgefilmt? Ja, so. Nochmal ein sauberer Angriff jetzt hier. Vidal kann mal Robben abgeben, der ist ein bisschen flotter unterwegs hier. Wow. Hat er vorher abgepfiffen? Ich wollte schon sagen, Dankeschön. Ah ne, Ecke war es. Okay, auch gut.
Zu wenig Druck hinterm Kopf. Hinter Kopfball. Da liegt einer, der verletzt ist. Was ist da passiert? Wie sind der gefallen? Ja, hat der Auerkopf. Na gut, dann wechselt ihr mal schön aus jetzt. Sarioglu ist verletzt von denen. Sagt mir gar nichts, ist aber. Schön. Nein, da rutscht er dran vorbei. Komm, jetzt hier aber. Boah. Diesen Druck können die nicht mehr lange standhalten. Eieiei, da hat er den noch da irgendwie reingezirkelt. Wie krass war denn das bitte? Ribéry war es schon wieder. Das alte Schlitzohr. Hat er den von der Seite, das gucken wir uns nochmal an. Hat er den noch irgendwie, da hätte er schon drin sein müssen. Da hat der Muslera echt ein Ding gehalten. Ja, und da konnte er halt nichts mehr machen. Hat dann selber sich das Tor quasi. Na gut, aber dann wäre er nicht dran gegangen, wäre er wohl auch drin gewesen. Also von daher, da konnte er nichts machen. 2:0 in der ersten Halbzeit. Sauber. Neuer, sicher, kann mal da an Philipp abgeben. Vidal. Robben. Und der hat Platz da vorne. Das hätte man auch mal schön versenken können, das Ding, Frank. Naja gut, 2:0, immerhin. Halbzeit. Lassen wir die Aufstellung so oder wechsle ich jetzt schon so ein bisschen rum? Wäre ja mal eine gute Gelegenheit für den Coman. Ich glaube, den könnten wir echt mal reinholen, jetzt schon. Machen wir auch, denn Ribéry ist, wie gesagt, der ist aber sehr schnell aus der Puste. Den Rest lassen wir erstmal so, das machen wir dann später. Kingsley Coman gegen Franck Ribéry. Haben natürlich beide ihre Daseinsberechtigung, Franck immer noch und Coman auch mittlerweile. Sauberes Tackling. Coman ist verdammt schnell. Der kann mal ein Stückchen gehen. Wow, das Ding direkt aufs Tor gebracht, aus Versehen. Oh oh. Jetzt nicht überrumpeln lassen da hinten. Ah, sauber. Der Philipp, der regelt. Direkt in den Konter hier. Haha. Oh Gott, Robben, was machst du denn da? Was machst du? Was machst du? Wo willst du hin? Burak Yilmaz war das gerade. Ich weiß noch, das war damals mal ein... einer der Lieblingsspieler von meinem Arbeitskollegen, der halt Türke war oder ist, und der sagte immer, Burak Yilmaz, der hat vorher bei Trabzonspor gespielt und ja, denn der wurde dann halt abgekauft und da hat er sich voll aufgeregt, dass ja. Bam! Meine Tasche! Oh, was ist hier los? 3:0! Der Robert war's. Ja, und dann ist Burak Yilmaz halt gewechselt von Trabzon nach Gala. Ja. Götze mit einer richtigen Bombe gegen die Latte war es, glaube ich. Da wackelte der ganze Kasten. Gut, 3:0. Puh.
Wie gesagt, ich warte jedes Spiel darauf, dass ich mal hier wirklich einen verbraten kriege. Oh. Nee. Der war zu weit. Ui, sowas ist immer gefährlich, wenn man da am Spielfeldrand noch mal reingrätscht. So, Wechsel stehen an. Das machen wir mal eben schnell. Einen habe ich ja schon gewechselt eben, nicht wahr? Hol mir jetzt mal, komm, krieg Kimmich mal ein bisschen Dingsbums-Erfahrung hier. Champions League fangen genau wie Thiago. Den Rest lassen wir mal so. Nein, halt, machen wir nicht. Götze holen wir da rein, holen dafür Costa. So. Costa für Robben und weiter geht's. Wo wirft denn er den hin? Und da ist Costa durch, ganz alleine vom Tor. Wahnsinn. Nein, was macht es denn? Was macht es denn? Das ist ja unfassbar da. Dass er alleine vom Tor wacht. Und verliert die Nerven. Costa schlägt die Flanken und auch die Ecken immer so scharf rein. Das ist der absolute Wahnsinn. Schön geklärt. Alaba hat Platz jede Menge da hinten. Und das Coman wieder. Und er ist durch. Der kann er mal selbst machen. Boah, ans Außennetz. Warum schießt du denn auch mit links, du Vogel? Du bist ein Rechtsfuß. Hatte ich anders geplant, aber gut. Götze. Und Götze hebt den an Muslera's Kopf vorbei. Geiles Tor, Mario. Das ist echt super. Vielleicht rutschen wir mal ein bisschen auf den Boden. Vielleicht kommt seine Form ja so langsam mit diesem Tor jetzt. Kimmich hat das Ganze mehr oder weniger eingeleitet. Wahnsinn. Sehr schöner Spielzug. 4 zu 0 schon wieder in der Champions League. Das erste Spiel. Ich meine, gut, die Bayern haben ja auch in Real Life so dominiert eine ganze Weile. Als die Mannschaft noch nicht von diesen Verletzungen geplagt war und wirklich alle Spieler gesund waren, abgesehen von Robben und Ribéry, die haben ja am Anfang der Saison ein bisschen geschwächelt. Die sind jetzt, Ribéry ist ja wieder verletzt, aber Robben ist halt da, Costa ist momentan da. Also offensiv sieht das ganze Ding eigentlich jetzt auch immer noch sehr gut aus. Dafür defensiv nicht so ganz, aber gut, das kriegen sie auch noch irgendwie in den Griff. 4 zu 0. Aber das ist verdammt wichtig, dass wir hier so gewinnen, weil gegen Atletico wird es vermutlich nicht so einfach diesmal in der Champions League. Müller. Komm, Costa, holen wir mal wieder dahin. Nee, lass mal das. Ja, muss nerven. Boah. Costa geht da einfach dran vorbei. Ich finde das echt krass, dass sie nicht eingreifen hier. Boah. Zu weit vor den Torwart gebracht. Also zu nah an den Torwart gebracht.
Was mache ich denn hier? Wieso grätsche ich denn die ganze Zeit? Könnt ihr mal bitte euch jetzt entscheiden, da wäre er jetzt. Oh Gott, und da haben sie noch den Ehrentreffer gelandet. Hätten wir uns sparen können, aber gut. Da ist der Manuel bestimmt wieder sauer. Ah, seht ihr, Burak Yilmaz war's. Da war der Manuel bestimmt wieder sauer. Der ist mal, ich finde ihn, Manuel ist ja einer, ist der beste Torwart der Welt, ist einfach so. Aber er ist manchmal, wenn er so einen Gegentreffer kassiert, der vollkommen egal ist. Das hat man sehr gut gesehen. Oh, das ist echt ein Scheiß. Sehr gut gesehen beim Champions League Rückspiel gegen Arsenal London. Haben sie ja auch 4 oder 5-1, glaube ich, gewonnen. Und beim Stand von 4-0 hat Oliver Giroud auch ein sehr schönes Tor gemacht, einen Seitfallzieher. Und da war der Manuel Neuer richtig angepisst und richtig, ja, wie so ein kleines Kind, so trotzig. Hatte den Ball, da wollte den wegschmeißen und so. Das hat nicht geklappt, aber ich war aufgeregt. Das finde ich manchmal ein bisschen lustig bei ihm, weil er ist ein Kerl von 1,93 Meter und der beste Torwart der Welt. Und dann macht er dann solche Kinderspielereien. Na gut, jeder so, wie er will. Wunderbar. Erstes Champions League Spiel gewonnen. 4-1. Thomas Müller Spiel des Tages mit 8,3 Bewertung. Fantastisch. Wir haben die anderen gespielt. Ah, wir haben AS Monaco noch in der Gruppe. Genau. Also auch keine einfache Mannschaft. Atletico hat da schon mal gewonnen. Leverkusen hat gewonnen gegen Arsenal. Das ist sehr, sehr gut. Ah, sehr schön. Damit würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal gegen irgendeine Mannschaft aus der Bundesliga wahrscheinlich wieder. Tschüss.